Am kommenden Montag, den 10. Oktober, ist der Nationalfeiertag in Taiwan. Der diesjährige Nationalfeiertag markiert den 111. Jahrestag der Gründung Taiwans. Jedes Jahr wird an diesem Tag eine große Zeremonie veranstaltet. Heute präsentierte das Organisationskomitee auf einer Pressekonferenz einige Inhalte der diesjährigen Feierlichkeiten. Dieses Jahr steht der Nationalfeiertag angesichts der zunehmenden militärischen Aggression Chinas unter dem Symbol der Landesverteidigung und Solidarität. Das diesjährige Symbol ist ein Schild, welches ausdrückt, dass Taiwan geschützt werden muss. Parlamentspräsident Yeo Se-kun, welcher auch der Vorsitzende der Vorbereitungskommission ist, sagte, dass es für Taiwanerinnen und Taiwaner wichtiger denn je sei, zusammenzuhalten und sich Chinas Aggression zu widersetzen. Taiwan werde keinen Krieg provozieren, aber es sei bereit, sich im Namen des Friedens und der Demokratie zu verteidigen. Die Zeremonie wird dieses Jahr in drei Teile unterteilt: den Auftakt, die Hauptzeremonie und verschiedene Aufführungen. Es werden Bands, Tanzgruppen, Chöre, Militärparaden und Flugschauen zu sehen sein. Nachts wird in der Stadt Taoyuan ein Konzert stattfinden. Im Landkreis Jiai wiederum wird ein Feuerwerk veranstaltet. Wo auch immer man sich in Taiwan befindet, wird man immer die Möglichkeit haben, an nahegelegenen Veranstaltungen anlässlich des Nationalfeiertages teilzunehmen.